It will be a fantastic movie. Lassen Sie uns über Schuld reden. Ich habe mich selber sehr berührt. Ich verteidige den Mörder von Hans. Das ist ein Film, der einen in seinen Bann zieht. Du bist doch befangen. Das macht ein mulmiges Gefühl. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich freue mich darauf, den Film zum ersten Mal vor so vielen Leuten und so vielen Kollegen zeigen zu dürfen. Great, you know, I'm here with my friends. Das ist ein mega Moment einfach. Alter. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Collini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Ich bin großer Ferdinand von Schirach-Fan und liebe seine Bücher und war vom ersten Moment an total begeistert davon, irgendwie Teil davon sein zu dürfen. Man schreibt ja in einem kleinen Zimmer, an einem kleinen Schreibtisch und dann wird das so groß. Komm hier mal. Das ist natürlich ein Traum für einen Regisseur, wenn man mit dem deutschen Megastar und dann einer wirklichen Filmlegende wie Franco Nero arbeiten darf. Herr Collini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Ich glaube, dass es für Elias eine große Aufgabe war. Man sieht in ihm einfach einen jungen Anwalt, der mit sich selbst kämpft. Fantastic. He's a great man, wonderful actor. Das hier ist kein Spiel. Man kann sich freuen auf einen wertvollen Film, der zeigt, wie nah Gut und Böse aneinander liegen. Es ist ein Justizdrama, ist eine Bestseller-Verfilmung und jetzt emotionales, großes Kino. It's a movie that makes you think a lot. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Du bist doch einer von uns. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Collini dazu, dass er gesteht. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. War es gerecht? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Begrüßen Sie bitte Alexandra Maria Lara. Ladies and Gentlemen, the film legend, Franco Nero. Die absolute Bombe in diesem Film. Hier ist Elias Mbarek. Vielen herzlichen Dank, habt einen schönen Abend. War ein toller Film. Heftig und ich glaube, ich muss es jetzt auch erstmal ein bisschen verarbeiten. Sogar ein paar Tränen sind mir am Ende wirklich rübergelaufen. Ein Film, der zum Nachdenken anregt. Die Auseinandersetzung mit dem Justizunrecht, gerade im Dritten Reich und danach, ist unheimlich wichtig, weil uns die Zeitzeugen leider bald nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und es ein bisschen in Vergessenheit gerät, was eigentlich passiert ist. Es wird Zeit, diese Themen auch wieder so präsent auf einer großen Leinwand verhandelt zu sehen. Er macht's toll. Also man sieht halt, was für ein guter Schauspieler ist und wie wandelbar. Sehr berührend gespielt und ich bin mir ganz sicher, dass der Film also auch ein großer Erfolg wird. Auf jeden Fall würde ich es weiterempfehlen. And I hope this movie will go to the Oscars. I'm not joking.